Heute mit Formel 1 im Kleinformat. Wir haben eine Kartbahn besucht. Protest in der City, Landwirte und Fridays for Future demonstrieren. Damit begrüße ich Sie zur Wochenendausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. In der Innenstadt ist es am Freitag eng geworden. Gleich zwei Demonstrationen waren unterwegs. Einmal haben die Landwirte auf ihre Situation aufmerksam gemacht und Fridays for Future war auch wieder in Sachen Klimaschutz unterwegs. Wir haben uns einen Weg durch die City gebahnt. Protestfreitag in Hannover. Die Organisation Landschaft Verbindung ruft Landwirte aus ganz Niedersachsen zur Versammlung. Wir sind heute hier, weil wir uns in einer wichtigen Verantwortung sehen als Landwirte gegenüber dem Naturschutz, gegenüber der Umwelt, gegenüber des Klimas, aber auch gegenüber des Verbrauchers und der Politik. Und wir haben die Angst, dass wir bei der aktuellen Agrarpolitik, wenn sie so kommt, wie sie angekündigt ist, wir dieser Verantwortung einfach nicht mehr nachkommen können. Egal, ob es Kuh, Schwein, Geflügel oder Ackerbau ist, in jedem Bereich gibt es gravierende Probleme, die wir vielleicht jetzt noch nicht haben, aber die in Zukunft kommen könnten, wenn wir nicht einschreiten. Und deswegen sind wir wirklich alle geschlossen, stehen wir nebeneinander und kämpfen für dieselbe Sache. Zeitgleich auf dem Opernplatz, die Fridays for Future Bewegung Hannover trifft sich am ersten Jahrestag ihres Bestehens. Nach einem Jahr muss man eigentlich nicht mehr erklären, warum man auf die Straße geht. Die Politik weiß Bescheid, sie kennt die Fakten, sie sieht die Folgen des Klimawandels bereits, zum Beispiel in Australien. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern richtig. Ich denke, wir haben 2019 viel erreicht. Wir konnten den Diskurs klar auf das Thema Klima lenken und damit den Druck auf die Politik auf ein ungeahntes Level heben. Allerdings ist es natürlich traurig, dass wir diesen Geburtstag eigentlich feiern müssen, denn nach einem Jahr ist eigentlich nicht viel passiert. Und das muss sich endlich ändern. Landwirte und Klimaaktivisten haben eins gemeinsam. Beide demonstrieren für politisches Umdenken. Das Wilhelm-Busch-Museum hat sein neues Programm vorgestellt. Das und weitere Nachrichten aus der Region jetzt im Überblick. Das Museum Wilhelm Busch stellte am Freitag seine Jahresbilanz für 2019 vor. Es war ein erfolgreiches Jahr. Fast 60.000 BesucherInnen vermeldet das Karikaturmuseum. Rund die Hälfte davon wollte die Ausstellung Die kleine Raupe Nimmersatt sehen, die anlässlich des 50-jährigen Geburtstags des Klassikers von Eric Carle gezeigt wurde. Auch die aktuelle Ausstellung Dykes, die den österreichischen Satiriker würdigt, hat bereits viel Zuspruch erhalten. Diese wird bis Mitte April verlängert. Weitere Highlights in 2020 werden die Ausstellung zum 100. Geburtstag von Ronald Searle sein und im Sommer eine Ausstellung zu Essen und Trinken in der Karikatur. Danach folgen Shows der Illustratorin Tatjana Hauptmann und des Künstlers Emil Orlik. Abgeschlossen wird das Jahr durch eine Ausstellung, die dem taiwanischen Bilderbuchkünstler Jimmy Liao gewidmet ist. Autorennen mit quietschenden Reifen und starken PS. Die Formel 1 hat für viele Leute eine gewisse Faszination an sich. Eine Nummer kleiner ist das Kartfahren. Dabei geht ein motorisiertes Go-Kart auf die Piste. Das ist zwar oft der Einstieg in das Profifahren der Formel 1, aber sie können auch als Laie ihre hochmotorigen Runden drehen. Wir haben nachgefragt, was hinter dem Sport steckt und wir durften sogar selbst auf die Fahrbahn. Aufs Gas treten und los. Für die meisten Motorsportfans geht dabei das Herz auf. Wer bei Rennen wie der Formel 1 und Co. allerdings nicht nur zugucken will, kann beim Kartfahren auch selber um die Kurven fahren und erste Erfahrungen im Sport sammeln. Aber was genau hinter dem Kartfahren steckt und wie genau das so funktioniert, das gucke ich mir hier in Laatzen genauer an. Wie genau funktioniert das denn? Also ich stelle es mir vor, ist es so ähnlich wie ein Auto oder ist es nochmal was ganz anderes? Nein, also die Form ist natürlich ähnlich, ne? Weil du hast vier Räder, du kannst damit lenken, du kannst Gas geben, bremsen, aber du darfst es mit einem Auto eigentlich nicht vergleichen, ne? Weil ein Auto
das Ding ist voll gefedert, heutzutage alle möglichen Assistenzsysteme. So ein Kart hat gar nichts, ne? Da ist keine Federung drin. Wir liegen knapp 2-3 Zentimeter über dem Boden. Da ist ja alles sehr direkt, alles knallhart, ne? Also das ist nicht irgendwie von wegen, da kann ich mal ein bisschen mit rumcruisen, ne? Das Ding will Feuer haben und ja, Action, ne? Ob professionell oder als Hobby, Kartfahren ist für Groß und Klein eine Alternative zu anderen Motorsportarten. Ein umgebauter Rasenmähermotor gab die Idee zum Kart. Heute hat jeder die Möglichkeit, den Sport professionell auszuüben. Allerdings ist der Kartsport mit ca. 7.000 Euro für ein mit Benzin betriebenes Kart und 200 Euro für Einsatzreifen nicht günstig. Profis sind deshalb häufig von Sponsoren abhängig. Wie schnell wird das denn? Also es hört sich ja alles schon gefährlich an. Ist es denn dann überhaupt gefährlich? Ja, also wenn man Motorsport sagen würde, dass es nicht gefährlich ist, dann würde man lügen. Weil so ein Kart fährt zwischen 40 und 60 km/h, je nachdem im Leihkartbetrieb jetzt, ne? Für Kinder ist es natürlich ein bisschen langsamer, aber da kann immer was passieren, ne? Auf der Straße kann auch immer was passieren. Einen besonderen Fokus auf den Motorsport hat auch der Allgemeine Deutsche Automobilclub. Verschiedene Motorsportarten werden vom ADAC gefördert und unterstützt. Dazu zählt auch die Fahrsicherheit. Die Förderung des Motorsports ist bereits in der Satzung des ADAC verankert. Und insbesondere natürlich der Juniorensport, dem kommt da eine besondere Bedeutung zu. Und deswegen fördern wir auch den Kartsport. Die Sicherheit ist relativ hoch. Also es passiert weniger als beim Fußballspielen beispielsweise, statistisch gesehen. Es ist so, dass eine Helmpflicht besteht, dass man auch eine Nackenstütze tragen muss, dass es bestimmte Vorkehrungen auch im Fahrzeug gibt, Heckaufprallschutz, Sicherheitssitz. Also die Sicherheit wird groß geschrieben, gerade auch, weil die kleineren Karts mit weniger PS ja auch für die Junioren geeignet sind. Also man kann schon ab 6 Jahren starten und da wird natürlich die Sicherheit besonders groß geschrieben. Bereits ab dem Grundschulalter dürfen Kinder im Kart ihre Runden drehen. Eine erste Trainingsmöglichkeit für zukünftige Formel-1-Fahrer. Da haben sie alle mit angefangen, ne? Michael Schumacher und Sebastian Vettel, die ganzen Großen, die haben alle damit angefangen, ne? Kartsport ist immer der erste Schritt. Und dann geht es dann weiter zum Slalom und dann immer weiter professioneller. Irgendwann geht es dann auch nach draußen zum Kartfahren, um stärkere Karts zu fahren, ne? Weil hier drin ist man natürlich irgendwann ein bisschen begrenzt mit der Leistung. Ja. Und wie sich die erste Fahrt im Kart anfühlt, will ich als Laie natürlich direkt austesten. Mal Helm absetzen. Also es ist auf jeden Fall, ich verstehe, warum es süchtig macht. Macht super viel Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, was die Lenkung angeht und die Kurven. Also das war super schwer. Kartfahren ist halt auch anstrengend, ne? Ja. Also das ist, wie gesagt, ein Sport, ne? Ja. Wenn du so eine Meisterschaft hast, irgendwie mit 6 Stunden oder 12 Stunden Rennen, hast du dann ja irgendwie 5-6 Leute in einem Team. Und die fahren am Stück, ja, manchmal fast eine Stunde, ne? Und die wissen am Abend, was sie getan haben. Also mein Fazit des Tages ist auf jeden Fall, Kartfahren ist nicht ganz so leicht. Man muss es noch ein bisschen lernen, aber dafür macht es auch umso mehr Spaß. Und ich würde sagen, ich muss noch ein bisschen üben, brauche noch ein bisschen Zeit, aber werde auf jeden Fall dranbleiben, um auch so ein Ding zu gewinnen.
Junge Leute und Operngesang, das scheint auf den ersten Blick nicht viel gemein zu haben. Die Reihe Rhapsody Goes Opera will diese Lücke füllen. Dazu besuchen nicht nur Schulklassen die Oper, sondern auch Opernsänger Schulen. Der Opernsänger Yannick Spanier gehört dem Ensemble der Hannoverschen Staatsoper an. Und er war jetzt in der IGS Langenhagen zu Gast. Wir haben uns angesehen, wie Schüler und Oper zusammengekommen sind. Rhapsody in School ist eine Initiative, die bereits bundesweit und international etwa 400 Künstlerinnen und Künstler in Schulen gebracht hat. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen klassische Musik näher zu bringen. Uns ist es ganz, ganz wichtig, dass gerade Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause aus nicht den Bezug haben zur Kultur, mal so einen Appetithappen bekommen. Und dank auch der engagierten Lehrerin, die jetzt nicht unbedingt Musiklehrerin ist, sondern einfach gesagt hat, ich möchte, dass meine Schülerinnen und Schüler auch das Theater kennenlernen und die mit ihnen ganz viel in die Oper geht. Und man hat heute gemerkt, dass alle fasziniert waren und nicht nur, dass sie begeistert mitgesungen haben, sondern dass sie auch ganz tolle Fragen gestellt haben. An der IGS Langenhagen eröffnet der Opernsänger Yannick Spanier die Reihe Rhapsody Goes Opera. Damit wird die Initiative Rhapsody in School erstmals nun auch in Hannover auf den Opernbereich ausgedehnt. Doch was möchten die Künstler damit erzielen? Ich möchte damit erreichen, anderen Menschen diese Passion, die ich habe, quasi weiterzugeben oder überhaupt sie dazu zu ermutigen, eine Passion zu entwickeln. Also egal, ob das jetzt in welche Richtung das geht. Ich finde es immer so schön, wenn ich Menschen sehe, die in einem Beruf sind, den sie wirklich gerne ausführen. Man macht das ein ganzes Leben lang und dann ist es wichtig, irgendwie den Menschen zu sagen, entscheide dich jetzt für was Gutes, damit du dein Leben lang nicht immer auf die Uhr guckst, wann ist die Arbeit vorbei. So. Und das ist bei uns ja nicht so. Genau. Das will ich weitergeben. Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich das Opernstück Die Zauberflöte in der Staatsoper angesehen haben, besucht Yannick Spanier die Oberstufe der IGS Langenhagen. Damit ist er einer von vielen seines Fachs, die ihren Beruf schmackhaft machen wollen. Ich finde es sehr schön, dass man mit jungen Menschen in Kontakt kommt, die selber gerade an dem Punkt sind, sich zu fragen, was mache ich überhaupt in meinem Leben? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Welt weniger dahin geht, dass man in Richtung Kunst geht. Und deswegen ist es so wichtig, Leute zu ermutigen und das auch mal zu zeigen. Sängerinnen und Dirigentinnen besuchen die Schulen, um Kinder und Jugendliche mit der Oper bekannt zu machen. Nicht nur durch Musikbeispiele und Erzählungen über ihre Werke, sondern auch durch Anekdoten über ihr Leben als Künstlerinnen und Künstler soll dies gelingen. Wann kommen heute Kinder schon mal in die Oper? Und dann finde ich das gut, dass man die damit in Kontakt bringt. Und vielleicht einer von denen, weiß nicht, entbrennt in heißer Liebe für die Oper. Und das ist ja der Traum für uns. Genau. Scheinbar war der Anfang für Rhapsody Goes Opera in Hannover ein voller Erfolg. Und weitere inspirierende Begegnungen, in denen Leidenschaft Funken schlägt, sollen laut der Projektleiterin Sabine von Imhoff Fortsetzung finden. Und wir haben noch einen Freizeittipp der besonderen Art. Das zumindest nach eigenen Angaben kleinste Kino der Welt feiert seinen zweiten Geburtstag. Dazu lädt das Lodderbast in der Berliner Allee am Samstag zur Party ein. Ab 17 Uhr werden Filmplakate versteigert. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band Liflix. Das war 0511 am Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.